Wir handeln gemäß des Sinnes des Erfinders. Bilde ich mir zumindest ein. Perfekt. So, dann wird. Da können wir jetzt die nächste hinsetzen. Und dann brauchen wir noch zwei weitere. Ich würde übrigens sagen, wir müssen. Das wird nicht reichen, wie viel Wein wir produzieren. Nicht mal ansatzweise. Wir werden das möglicherweise nochmal verdoppeln müssen. Was bedeuten würde, wir müssen noch eine weitere Eisenproduktion irgendwo herziehen, die mitspielen möchte. So. Oh gut, das sah gerade irgendwie falsch aus. Ich weiß nicht warum. Die Produktion kommt zum Erliegen. Gut, damit haben wir das. Damit funktioniert das ganze Gebiet. Route. Kerzen, Trauben, hui. Von da nach da. Da werden eingelagert. Kerzen. Und Weintrauben. Und ausgelagert werden hier Weintrauben. Und Kerzen. Und das Schiff wird die Neptun 2 sein. Übrigens, was habe ich gerade gehört? Bier geht ja allmählich schon wieder aus. Na, zumindest wird die Bierproduktion einfach angekurbelt, dann passt das. Ja, wir warten, dass man sich das wirklich gelehrt hat. Solange müssen wir uns keine Sorgen darum machen. Gut, Messing zu beschaffen ist der nächste Schritt. In größeren Massen, massenweise Messing. Und eine weitere Eisenproduktion. Und ein paar neue Angelegenheiten hier. Haben wir hier Eisen? Nein. Hier sind nur Edelmetalle. Hier haben wir eine Eisenproduktion, aber die ist bereits zum Arbeiten für Werkzeuge. Und die andere wird ignoriert. Das heißt, wir könnten von hier aus noch extra Fässer importieren. Wenn wir das Ganze verdoppeln möchten. Das erste soll das hier reichen, was wir gerade haben. Das bedeutet, wir haben gerade zwei Eisenaufgaben, die durchgehend arbeiten sind. Wir werden diese Massen an Waffen, die wir gerade haben, nie im Leben verbrauchen, also können wir die Waffenschmiede ruhig stellen. Lukrativ. Schweig und stattdessen zwei Fasskörfe reinsetzen. Und zwar hier unten hin, in Richtung Hafen. Weil wir ja immer noch vorhatten, unsere Produktionsgebäude hin zu verlegen. Das habe ich nicht vergessen. Zwei Fasskürfereien für zwei Weingüter sehe ich gerade. Schade, das hätte wieder ansonsten hätte das hier viel sauberer hingepasst. Dann nicht. Dann müssen wir wieder nachdenken, wie wir das am besten machen. Wir könnten die Fasskörfer hier hinsetzen und die Weingüter hier hin. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Tu, was du nicht zulassen kannst. Wir können hier unseren Wein herstellen lassen. Wir haben das Gebiet hier zur Hand. Warum nicht nutzen? Also jetzt nicht so, als hätten wir sonst eine großartige Ahnung, hätten, was wir damit machen möchten. Hier haben wir noch Platz, aber ich glaube, den sparen wir uns fürs Erste. Was können wir... Wir möchten nur noch Brillen produzieren, das dürfen wir nicht vergessen. Nee, Brillen werden einfach direkt importiert, genauso wie Goldschmuck. Den können wir nämlich besser einfach direkt an der Stelle, direkt da hinten vor Ort herstellen, direkt hier rüber scheppen. Das ist dann weniger Transportaufwand und funktioniert dann besser. Das bedeutet,
Die Feinschmiede können wir hier in der Stadt unterbringen. Und die Weinangelegenheiten. Was bedeutet, wir versetzen die Fasskörfer hier in den Hafen. Damit es ein bisschen variabler aussieht. So. Nun, da das gemacht ist. Sekunde. Kältehäuser würden theoretisch auch noch beide hier reinpassen. Dann müssten wir hier allerdings die Straße abreißen und um ein Markthaus dahin zu setzen, damit das wirklich alles perfekt passt. Oder eigentlich nicht. Wozu eigentlich? Wir können auch einfach von der Stadt ein Markthaus setzen. Dann können wir das ganze Gebiet hier nutzen. Aber wer macht denn bitte Wein am Meer? Nein, wir lassen die Sachen hier schön in der Stadt kältern. Schöner innerstädtischer Wein. Wie viel Platz haben wir dann noch? Da haben wir dann nicht genügend Platz für ein drittes Gebäude. Das ist ärgerlich. Das gilt in beide Richtungen. Das heißt, es wird ein bisschen knapselig. Von hier aus kann sich sowieso niemand mehr was abholen. Es sei denn, wir setzen hier noch ein Markthaus irgendwo hin. Umso gewiefter. Jetzt haben wir ein Markthaus stehen. Jetzt können wir einfach so agieren, wie wir möchten. Kälter hier. Nein, das ist falsch. Kältehäuser. Nicht Wärmehäuser. Verzeiht. Das tut mir herzlich leid. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Das gleiche können wir dann hier machen mit den. Betriebe stellt keine Waren mehr her. Mit unseren Werbefreunden den Feinschmieden. Unterstützung. Ja, Schiffbrüche retten ist immer drin. Komm her. Das passt alles so. Und schlecht sieht's auch nicht aus. So, erstmal direkt durch unsere Steinewerfer verschwenden. Aber ich kann nicht akzeptieren, dass hier noch so Feldwege in der Stadt rumstehen. Kurzer Herzanfall, wie immer. Spiel gespeichert. Gut. Nächster Schritt wäre, die ganzen Sachen für die Produktion von Brillen hier runterzubringen. Von Brillen und Goldschmuck. Und dann wird Gold selbst wahrscheinlich. Haben wir irgendwo noch Zugriff auf Seil? Hier haben wir auch noch Zugriff auf Seil. Das heißt, wir können hier Brokat-Gewänder herstellen. Wenn wir die 4000 Adligen denn mal haben. Ich sehe eine Problematik. Die muss direkt gelöst werden. Wir brauchen hier einen Landungssteg. Kann nämlich nicht angehen, dass hier Leute warten müssen. Die Glasproduktion muss hier so stehen. Wir könnten hier direkt theoretisch Brokat herstellen. Wir könnten den Brokat aber auch von hier holen, wenn wir hier noch die Seide anbauen lassen. Vor allem haben wir ja schon hier eine Goldmine. Und Messing haben wir hier auch noch. Oder Kupfer haben wir auch noch, dass wir zum Messing machen können. Das heißt, hier können wir theoretisch auch noch Brillen herstellen. Das ist gut. Das Gebiet ist nützlich. Wie sieht es mit Eisen aus? Nein, von hier aus können wir kein Eisen exportieren. Von hier aus wiederum ist das eine ganz andere Sache.
Und hier können wir die ganzen Eisenvorkommen mitgehen lassen. Noch müssen wir es nicht machen, aber das können wir in der Zukunft dann machen. Gut, was benötigen wir? Für eine vernünftige Messingherstellung. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wie viel Kupferschmelzen bräuchten wir? Wir bräuchten für den ganzen Prozess, den wir gerne hätten, 3 Kupferkreisläufe. Drei unserer 5 Minen würden wir dafür einsetzen müssen. Was natürlich ohne weiteres machbar ist. Ich schaue gerade, ob wir die Ressourcen dafür zur Hand haben. Wir haben nicht die Steine. Der ganze Rest ist verfügbar soweit. Nicht, dass ich einen Unterschied machen würde, wir kutschieren die ganzen Baumaterialien einfach jetzt von hier oben aus runter. Und sollten wir hier mal expandieren wollen, dann wird dann hier einfach, ja, neue Ressourcen herangekutscht. Außerdem wollten wir die ganzen Steine noch mitnehmen, die ganzen 200 Tonnen. Die werden wir für Straßen missbrauchen werden. Und sobald hier alles mit Steinstraßen versehen ist, dann kommt der Dombau. Vielleicht kommen wir vorher noch unsere Stadtmauern zu Ende. Mal schauen. Aber jetzt. Straßen. Während unsere Schiffe gerade noch unterwegs sind, hier auszuhelfen. Um die Waren rüberzubringen. Das hier zum Beispiel. Das muss erstmal gemacht werden. Eine Produktion. Wir benutzen, okay, wir benutzen die richtigen Steinstraßen, nicht die teuren. Ich würde die teuren Pflastersteine-Straßen gerne mal für etwas benutzen. Aber gerade nicht so. So, wir können in IAM auch unter die Ziergebäude setzen, damit die besser angebunden sind an die ganze Angelegenheit. Entsprechend handeln wir natürlich auch. So und so. Wir schließen das jetzt Viertel für Viertel ab. Dieses Gebiet ist hier mit offiziellen Steine gehüllt. Dieses Gebiet ist in Steine gehüllt? Fast. Drei Tonnen Steine fehlen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Da müssen wir ein bisschen abwarten, bis das Zeug hier ankommt. Diese Stadt wirft aber auch Steine ohne Ende ab. Außerdem haben wir hier Unmengen an Steinen, die wir nicht rübergeschleppt haben. Und die hier nie gebraucht werden. Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Können wir schon hier irgendwie so... wir können sie schon noch ein bisschen günstiger machen, wenn wir schon mal hier sind. Ein einfaches Herrenhaus wird das machen. Und zwar so ein Herrenhaus. Das muss ich ja schon einleben. Ja, komm, hier unten am Hafen einfach. So. Macht das Ganze 5% günstiger hier. Da sich Dinger stecken, müssten wir hier noch eine Vogtei hinschleppen. Können wir eine Vogtei bauen? Was braucht die? 20. Es gibt natürlich keine orientalische Vogtei. Nein, es geht direkt hoch bis zum Sultanspalast. Den wir auch direkt bauen könnten. Ah gut, die Schiffe sind angekommen. Perfekt. Und du holst mal Massen von Steinen hier unten her.
Wir könnten theoretisch die Handelsroute hier mit Stein noch zusätzlich versorgen, aber das wäre unnötig. So, Holz ist hier. Werkzeuge ist ein bisschen knapper, denke ich. Da kann unser Flaggschiff mal ganz kurz ein bisschen Verstärkung aus der Hauptstadt holen. Aus der alten Stadt. Nicht der Hauptstadt. Wir haben keinen Zugriff auf direkte Kohle. Das heißt, wir müssen Köhlerhütten bauen. Und welche drei Minen benutzen wir denn? Wir haben da eine und da eine. Dann haben wir noch hier eine. Und da ist noch eine. Macht es irgendeinen Unterschied, welche Minen wir benutzen? Nicht, dass ich sehen könnte. Und bauen dann vielleicht orientalische Markthäuser. Eine Mine. Eine Schmelze. Eine Köhlerhütte. Eine Straßenanbindung und Wasser. Okay, hier setzen wir tatsächlich Pools hin. Alles andere ist aber auch nicht effizient einfach. Mit unserem werten Freund, dem Köhler. Das reicht schon für 83%. Das ist bemerkenswert. Und das reicht für 100%. Perfekt. Wir brauchen nur zwei Köhlerhütten, fällt mir gerade auf. Also ist gut, dann können wir einfach beide Köhlerhütten hier hinsetzen. Wenn die nur so wenig Fläche wirklich brauchen, dann machen wir das direkt mal zunutze. Das reicht schon für 100%. Der wird jetzt natürlich ein bisschen... 100%. 100%. Jetzt arbeiten die beide auf 100. Perfekt. Der arbeitet auch noch auf 100. Kann ich sofort mit leben. Perfekt. Dann kommt die nächste Schmelze hier oben hin. Mehr Produktion von diesen Sachen brauchen wir ohnehin nicht. Das bedeutet, wir können... einfach so setzen, da können wir es günstiger halten. Das und das. Und die dritte Schmelze nehmen, dann nehmen wir dann die hier. Die anderen beiden werden für Brillen eingesetzt. Der Lama kann wieder gehen. Ah, der Lama kann wieder gehen. Der gute alte Dalai Lama hier. So, einfach hier ranschmiegen. Betriebe stellt keine Waren mehr her. Gut. Messing funktioniert. Müsste zumindest. Das bedeutet... Magihui, warum... Weil wir Gewürze auch hier schleppen wollen. Stimmt, das hatte ich schon ganz vergessen, dass wir noch Gewürze produzieren mussten. Na gut, dann wird Magihui ein bisschen aufgewertet. Magihui kriegt auch noch Messing. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Salam alaikum. Schweig. Und die Gewürze können wir auch schon mal vorbereiten. Auch wenn wir sie noch nicht gebaut haben. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, vor die ganzen Besitztümer noch zu regeln. So, der hat alles außer Messing. Sein Messing kriegt er gleich. Wir können die aber schon ein bisschen anlaufen lassen. Flaggschiff.
Flaggschiff wollte Werkzeug nachspulen. Gut, gib mir all deinen Stein. Die kannst du hier behalten. Dann bringen wir das Zeug mal hier rüber. Haben wir gerade irgendwo ein Schiff frei, das sich um die... Das ist hier. Die stehen hier. Dich, lahme Ente, haben wir noch frei. Kannst du schon mal ein bisschen Messing abholen gehen. Dass dies auch im Internet... Ach ja, stimmt, wir haben... Oh ja. Danke für die Erinnerung, Northburg. Ah, da schicken wir definitiv nicht die lahme Ente los. Das heißt, viel zu langsam. Das kommt dann nie an. Die Leute sind wahrscheinlich schon vierfach ertrunken. Auf das Schiff am nächsten dran ist, aber wir regeln das ganz einfach. Flaggschiff, gib deine Waren an die Kogge rüber und geh dich selber darum kümmern. Hier haben wir noch die Oktopus frei, genau. Na, gefällt dir das Spiel mit dem Feuer? Proviant und Pelzmantel. Wegzoll Schmuck. Hätte was. Mit Bier und Brot, die möchten wir leider nicht verwerten. Mit Most. Mit Leinkutten. Mit Fisch. Fisch haben wir ohne Ende. Das heißt, das können wir einfach... Sagt der hier? Immer noch Fisch. Alles klar. Kaufen wir uns ein paar fischige Karten ein. Ach, ich hasse dich. Was ist auch noch drin? Was führt dich zu mir? Wir müssen genügend Pelzmantel haben, damit wir es einmal machen können. Haben wir genug Pelz? Nein. Nein, 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 haben wir nicht. Nicht mal ansatzweise. Warum haben wir nicht genügend Pelzmantel? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Weil zwei nicht hinterherkommen. Wir brauchen den dritten. Haben wir genügend Lederwämser? Ohne jede Probleme. Alles klar. Dann geht's also an den Pelzmantel. Dann brauchen wir tatsächlich den dritten.